Hallo, wir sind jetzt in Woche 7 und das Buch ist fertig. Ich habe schon den zweiten Teil des Artikels des Historians gelesen und ich habe die unendliche Geschichte Film angesehen. Ich beginne mit der Beziehung zwischen Tolkien und Michael Ende. In dem Artikel steht ein Abschnitt der Beziehung der über der Beziehung geredet hat. Michael Ende wollte eine Geschichte schreiben, die Beziehung zwischen der Fantasiewelt und der Menschenwelt, unserer Welt. Und Tolkien hat Herr der Ringe geschrieben. Und es gab eine Fantasiewelt, aber das war alles. Es gibt keine andere Welt, kein Menschenwelt, es gibt nur die Fantasie. Aber Ende wurde ein Buch, das hatte beide Werte, die Fantasie und die Menschenwelt und der Parallelkosmos. Und die unendliche Geschichte hatte diese Beziehung sehr gut erklärt, ich meine. Warum gibt es eine Fantasiewelt? Und jetzt wir wissen, dass die Menschen und die Menschenkinder dachte die Welt und dann es gibt die Fantasie. Und diese Beziehung, die Verbindung zwischen Fantasie und Realität war sehr interessant für mich und ich schätzte die unendliche Geschichte mehr, wenn ich diese gelesen habe. Und etwas, das ich darüber reden will, war der Film. Der Film gefällt mir gar nicht. Ich habe es noch nie gesehen und ich weiß, dass die Filme sind immer nicht so gut wie das Buch, aber ich hoffte, dass der Film besser wurde. Ich wartete die ganze Zeit für Bastian ins Phantasien zu kommen. Und er kommt nur in die letzten 5 oder 6 Minuten und blieb nicht lange. Das verwirrt mich. Hier meiner Lieblingsteile der Geschichte war Grauman, der Tiger. Und auch, ich kann mich nicht erinnern, die Untergrundbibliothek mit den Büchern von Bastians Geschichte. Und die Motte, die Klamotte? Nein. Nein, nicht Klamotte, aber die Moth. So, diese zwei Teile waren nicht im Film und sie waren meine Lieblingsteile der Geschichte. Ich verstehe, dass der Film wurde sehr kürzer als das Buch. Aber ich würde lieber eine Trilogie sehen, vielleicht wie Herr der Ringe. Aber es ist fertig jetzt. Und der Film, ich kann verstehen, warum Ende gefiel der Film nicht.